Hallo, Tristan hier, euer 1000 gute Gründe Gärtner. Wie ihr unschwer erkennen könnt, sind wir heute unterwegs. Ich freue mich da extrem drüber. Thema heute Hortensien. Ich habe mir dazu Verstärkung geholt. Ja, mein Name ist Dominik Liebig. Bin hier angestellt seit 6 Jahren als Gärtnermeister und versuche euch zu dem Produkt Hortensie mal ein paar Sätze zu erklären. Und wie ihr jetzt seht, ihr habt wahrscheinlich gedacht, mit 5 verschiedenen Hortensien zu Hause bin ich der Coolste auf dem Acker. Falsch. Hier sehen wir jetzt gerade die Doppel-D-Abteilung. Die wird natürlich nachher irgendwann mal Probleme haben, wahrscheinlich die Blüte zu tragen irgendwie. Ne? Also die ist dafür, schon das, schwer, wenn man so macht. Ja, spielt. Genau. Dafür ist der Ball einfach viel zu groß. Da müsste man dann schon einen Stab dran tun. Also für die Hortensie braucht ihr einen BH. So, jetzt hier habe ich gerade irgendwie das Gefühl, hier ist was Besonderes. Wir stehen hier vor einer Hortensie, die nicht wie gewohnt am 2-jährigen Holz blüht, sondern am 1-jährigen. Im normalen pH-Bereich wird sie halt rosa, im tiefen pH-Bereich wird sie blau, das können wir da hinten sehen. Ja, ist auch relativ intensiv von der Farbe her. pH steht übrigens nicht für Pflanzenhaltbarkeitsdatum, sowas gibt es nämlich nur beim Joghurt. So, jetzt waren wir gerade bei 1-jährig blühen und in der Doppel-D-Abteilung. Jetzt habe ich aber keinen Platz für so einen Riesenmoped. Da gibt es natürlich auch Hortensien im kleinen Topf. Ja, zum Beispiel im schönen Rosa. Da sind wir schon beim nächsten Thema. Hortensie innen ist also auch machbar. Ist also jetzt nicht, ich muss einen Garten haben für die Hortensie. Nein, auf jeden Fall. Kann ich auch nach innen kommen. Die Hortensie macht sich auch super in der Wohnung. Ihr solltet sie ans Fenster stellen, da hält sie dann ein bisschen länger. 4 bis 6 Wochen könnt ihr da mit Sicherheit Spaß dran haben. Das ist natürlich eine super Alternative zu den gewohnten Zimmerpflanzen, die man so hat. Einfach mal eine Hortensie mit nach innen nehmen. Also ich finde, die macht natürlich farblich schon wirklich was her. Wenn wir jetzt hier mal so gucken, hier fällt mir auf, die Blüte sieht etwas anders aus. Die Tellerhortensie, die hat dann diesen Teller. Also die eigentliche Blüte ist wahrscheinlich hier, nicht wahr? Ganz genau, das sind nur die Blütenblätter. Wenn sie offen ist, die Blüte, dann rieselt sie stark. Okay. Also die dann eher für draußen nehmen. Genau. So, jetzt hier sehe ich gerade, lila ist ja jetzt nicht so die typische Hortensienfarbe. Ist eigentlich eine rotfarbene Hortensie. Der Ursprung ist eine rote Sorte. Die ist mit Aluminium gebläut und dann wird sie lila. Blaue Hortensien gibt es in rosa und blau, rote gibt es in lila und rot. Gibt es denn sonst noch irgendwie was Neues? Ich würde sagen, das ist was Neues, eine Tischhortensie. Das heißt, eine Hortensie, die sich sehr schön kugelig aufbaut. Das ist tatsächlich eine Pflanze. Das ist eine Pflanze, das ist der Hammer, oder? Hammer. Das ist aus einer Pflanze entstanden. Tischhortensien wissen wir also jetzt, die hat nicht 4 Beine unten. Nein. Wir haben also ein tatsächlich fertiges Bouquet für den Tisch. Kennst du ja die Gärtnerkrankheit, die müssen ja immer an so einer Pflanze rumgrabbeln. Die ist mir nämlich gerade in Auge gestochen. Ja. Die hat einen roten Stiel, ist das so richtig? Oder? Richtig, genau, die ist dunkelstielig. Also die ist irgendwann bei 1 Meter. Das liegt so ein bisschen am Standort. Ja, so halbschattig ist eh besser bei Hortensien. Ne? So pralle Mittagssonne ist, glaube ich, nur für ganz wenige. Mögen sie nicht lange, die Sonne. Ne? Ja. Man kann sie an richtig heißen Sommertagen ruhig übers Blatt auch kühlen. Ja. Okay. Das vertragen sie sehr gut. Und wie gesagt, diese eignet sich hervorragend für eine Gartenpflanzung, weil sie halt extrem stabil ist. Also habt ihr am Pool Hortensien stehen, es sind 35 Grad, ist Arschbombe angesagt, damit die Jungs halt auch kühl werden. Die Hortensie nicht verwechseln mit der Hortensie. Ja, das ist hier eine Hortensie als Eintrieber, die macht jetzt einen schönen Ball. Und dann ist sie ausgewachsen. Ist ja mit Sicherheit auch was für Floristen. Die ist ja noch tatsächlich von der Größe her irgendwo einzuarbeiten. Ne? Auf jeden Fall, für ein schönes Gesteck. Nicht zu vergessen, wir haben natürlich auch blau. Ja. Hier kommen wir dann mit einem blauen Eintrieber. Okay, das ist also blau. Ja, das wird jetzt auch sicher. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, das wird jetzt in 2 Wochen hat die ihre Farbe. Also die färbt also jetzt noch aus. Ganz genau. Ja, okay. Und hier haben wir den 14er Topf in der Treiberei, so nennen wir das hier. Ja. Da sind mindestens 5 Blüten drauf. Das kann man auch ganz gut in irgendeinen Umtopf pflanzen. Ja. Also die sind jetzt wie die Eintrieber jetzt hier auch noch zum Ausfärben. Die müssen halt noch so ganz fertig genau werden. Ne? Ja, die stehen hier noch so 4 Wochen. Dann sind die ordentlich, dass wir die verkaufen können. Alles klar. Ja. So, jetzt sind wir bei den Mamas angekommen. Ganz also, genau, Tristan. Pflanzen meine ich jetzt. Ja. Wir schneiden jeden Steckling von unseren eigenen Mutterpflanzen. Wir nehmen nur Kopfstecklinge. Also die vielleicht sehen jetzt schon so ein bisschen geerntet aus, denke ich mal. Die sind jetzt frisch geerntet. Ja. Jetzt muss die Pflanze erstmal wieder nachkommen für den nächsten Schnitt. Ja. Das dauert so 2 Wochen. Hier reden wir dann über ein Steckling. Also das ist die Mutterpflanze von diesem Steckling. Und hier draus wird dann nachher die Jungpflanze gemacht. Dann sind wir bei der Bewurzung. Ich denke, da gehen wir auch noch hin, oder? Ja. Oh, das war knapp. Jetzt bin ich fast vor die Hortensie gelaufen. Der Steckling, den wir gerade entnommen haben,
der wird jetzt hier in dem Vermehrungshaus mit der gesteckt, ja, in die Vermehrungsplatte. Ja. Und dann dauert so 4 Wochen, bis der bewurzelt ist und dann zur Topfmaschine geht und getopft wird. Ja. Ja. So, und warum habt ihr denn jetzt hier Folie drauf gemacht? Ja, hier ist natürlich jetzt Folie drauf, weil der Steckling hat keine Wurzel und deshalb müssen wir ihm 100% Luftfeuchtigkeit geben, damit er stramm steht nach kurzer Zeit und dann auch ordentlich Wurzeln macht. Jetzt sehe ich hier gerade ein Thermometer. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht, wie wenn ich zu Hause grill. Ihr überwacht auch die Temperatur unter der Folie dann. Ja, natürlich. Ja. Wir stehen hier im Gewächshaus. Das wird auf 20 Grad geheizt. Und eine optimale Vermehrungstemperatur liegt auch im Substrat, also im Boden. Ja. Ja, bei 20 Grad. 20 Grad ungefähr. Im Sommer muss man das Ganze kühlen, weil irgendwo ab 30, 32, 33 Grad. Wir sind hier technisch ganz gut aufgestellt. Wir lassen dann einen Gießwagen fahren. Das zeige ich euch jetzt mal. Toll! Ey, Hilfe! Okay. Also so nass ist es nicht, kühlt echt nur runter. So. Okay, also warm ist das jetzt hier mal nicht. Nee, Tristan, warum schleppst du mich hier in den Kühlhaus? Sie haben hier 1 Grad im Kühlhaus. Wir haben also bei unseren Hortensien die Möglichkeit, die einzulagern, ab Oktober ungefähr, und die bis Mitte des kommenden Jahres zu kühlen. Sprich bis Juni. Also ihr setzt hier die Pflanze mehr oder weniger auf Pause, sage ich jetzt mal. Ganz genau, ja. Also, wie man sieht, macht er das ja anscheinend mit ein paar mehreren. Genau, 10er, 14er Töpfe. Wir holen die dann für unseren Kunden, je nachdem wann der Auftrag kommt. Und der Kunde, der kriegt die dann zum Fertigproduzieren. Ja. So, hier seid ihr jetzt gerade dabei. Ihr packt jetzt gerade ein wahrscheinlich, ne? Ja, das ist ganz genau. So sieht das nachher dann fertig aus. Ja, die Svetlana, die macht jetzt die Ware marktfertig, so sagen wir dazu. Ja, packt die Pflanzen ein in solche Paletten und dann gehen die zum Laden, zum Gartencenter, in Blumenladen. Genau. Und wie man sieht, das sind echt auch im kleinen Topf sind doch ganz schön schwere Jungs. Ja, natürlich. Ne? Die sind jetzt frisch gegossen. So, dann nehmen wir die direkt mit. Ich suche mir 8 Schränke zu Hause und mach die schick. Ja, nimm die mit. Ja, Dominik, mega geil. Super viele Sachen gesehen. Ja, freut mich. Jetzt hatte ich natürlich ein absolutes Privileg, hier bei euch im Betrieb mal zu gucken. Wenn ich jetzt privat mal so viele Sorten sehen will, so viele unterschiedliche Produktformen auch, habe ich da irgendwo die Möglichkeit? Hast du da eine Idee? Ja, da habe ich eine Idee zu. Und zwar ist dieses Jahr am 21. und 22.07. ist bei Schloss Meuland, da ist eine riesige Hortensienschau mit über 400 Sorten. Also, wen das interessiert, der kommt zu Schloss Meuland am 21. und 22.07. Alles klar. Dominik, vielen Dank nochmal. Tristan, war geil. 21, 22 Meuland reintun, da sind richtig viele Hortensien und ich bin auch mal raus. Ciao. Ciao.